Das wäre auch seltsam, ne? Weil wenn wir die 7 Wochen, die 62 Wochen, die hängen ja direkt miteinander zusammen. Die hängen zusammen, natürlich. Also, ist ja, und also die eine muss Woche man auch davon noch, ja? ausgehen, dass die eine Woche da auch dran Genau, hängt. 7 plus 62 plus eine Woche sind zusammen 70 Wochen und das sind genau die 70 Wochen, die hier beschrieben sind, Sieben natürlich. Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen, also Genau, diese richtig. 49 Jahre. Genau, 7 natürlich. Wochen, um Jerusalem wieder aufzubauen, also Genau, diese richtig. 49 Jahre. Genau, 7 Wochen, natürlich. um Jerusalem wieder aufzubauen, also Genau, diese richtig. 49 Jahre. Genau. Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Thema Daniel 9. Habe ich das genannt? Weil alle Auslegungen, die ich bisher gehört habe, und das sind doch einige, gehen davon aus, dass nach 7 Wochen, also nach 49 Jahren, die Stadt Jerusalem wieder gebaut sein müsse. Das steht aber nicht in Daniel 9. In Daniel 9, Vers 25 steht: So wisse nun und merke, von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wieder gebaut werden, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Da steht nicht: Von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, dass Jerusalem soll wiederum gebaut werden, bis zur Fertigstellung des Wiederaufbaus Jerusalems sind 7 Wochen. Das steht da nicht. Da steht: Von der Zeit an, da ausgeht der Befehl, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen. Das machen alle falsch. Alle fangen an zu rechnen, alle fangen an, diese Zeiten und Fristen zu untersuchen und zu berechnen. Und dann gehen sie plötzlich davon aus, dass Jerusalem nach 7 Wochen wieder gebaut werden müsste, sein müsste, ja? Und vergessen ganz, dass im Text steht, dass nach 7 Wochen ein Gesalbter, ein Fürst kommt. Sie können das auch nicht sagen, weil sie alle von Artaxerxes ausrechnen, vom Jahr 445, 444 vor Christus. Und da ist im Jahr 395 vor Christus kein Gesalbter, kein Fürst gekommen. Und dann gehen sie her und behaupten, und zwar ganz im Gegensatz zu diesem Vers, den wir hier gelesen haben, dass die Stadt Jerusalem gebaut sein müsse nach 7 Wochen, nach 49 Jahren. Und das macht jeder so. Ich zeige euch noch zwei Clips, auch von bekannten Lehrern in der evangelikalen Welt, die ich zum Teil persönlich kenne. An dieser Stelle, sorry, ich will euch da nicht persönlich angreifen, nicht sie persönlich angreifen, aber ich möchte die Auslegung schon angreifen, weil die entspricht nicht dem, was im Bibelvers steht. Und das fällt wahrscheinlich auch den Zuhörern kaum auf. Aber wenn man das mal direkt nebeneinander hält, was die Bibel sagt und was dort ausgelegt wird, dann ist das einfach falsch. Wenn aber nach ihrer Vorstellung, nach 49 Jahren, Jerusalem wieder gebaut sein müsste und das im Widerspruch zur Bibel steht, dann fällt ihre komplette Rechnung in sich zusammen. Und zwar vollends und ganz. Ich habe das hier auch reduziert auf diesen Punkt, weil der sehr markant ist und man das hier sehr gut auch sehen und nachvollziehen kann. Es gibt sehr viel mehr Punkte, die gegen diese Berechnung sprechen. Und ich habe ja meine Alternative auch dagegen gestellt, dass ich beide Fristen vom Jahr 605 ausrechne. Das Jahr, in dem Kapitel 25 vom Jeremia-Buch geschrieben wurde, in dem drei Zeitangaben drin sind, wann dieses Kapitel geschrieben wurde. Dieses Kapitel hat Jeremia gelesen. Darauf bezieht sich auch die Antwort des Engels bezüglich der Verwüstung Jerusalems und Israels. Das ist eine ganz andere Linie. Und wir kommen bei diesen beiden Fristen, wenn man so rechnet, wie ich tue, einmal auf Kyros und einmal auf Antiochos Epiphanes. Das, was hier ausgelegt wird, ist also faktisch falsch. Ihr könnt das am Text nachprüfen, vergleicht das mit den Verkündigungen, mit den Auslegungen, die ihr hört, dann werdet ihr sehen, dass die einfach falsch sind. Ja, das ist falsch und das wird so im Brustton der Überzeugung vorgetragen. Schaut euch das mal an. Die ersten 7 Wochen, das sind also 49 Jahre vom Erlass des Artaxerxes, das ist dann etwa der Zeitraum von 445 bis 396 vor Christus. Und in dieser Zeit wurde tatsächlich die Stadt Jerusalem, wurden die Straßen und die Plätze wieder befestigt. So wie es auch hier steht bei Daniel 9, Vers 25. Da steht ja, Straßen und Gräben werden wieder gebaut. Und als Nehemia 2, im Jahr 445 vor Christus zurückkehrte nach Jerusalem, war die Stadt immer noch nicht aufgebaut. Also fast 100 Jahre später war Jerusalem immer noch nicht gebaut. Damit die Juden schon damals wissen konnten, Achtung, nicht rechnen von Kyros an.
denn da hätten ja innerhalb von 7 Jahrwochen hätte die Jerusalem wieder aufgebaut werden sollen. Aber das war ja nicht der Fall. 49 Jahre nach dem Erlass von Kyrus stand nichts, nur der Tempel und ein paar Häuser. Aber mit Nehemia wurde alles anders. Die Mauern wurden in kürzester Zeit aufgebaut und danach die Stadt. Und so wurde die Stadt wieder vollkommen aufgebaut. Nach 49 Jahren war es eine perfekte Stadt. Da wusste man, hier müssen wir rechnen. Ja, das ist schon frappierend, oder? Dass man so sehr den Bibeltext verlässt und so wenig sich erinnert an das, was der Engel dem Daniel gesagt hat. Der sagt nämlich so, wisse nun und merke. Merke darauf, achte darauf. Aber scheinbar haben die Ausleger das komplett vergessen. Ja? Die gehen von irgendwelchen Vorstellungen aus, die sie in den Text reinlegen und sagen, nach 7 Jahrwochen würde Jerusalem wieder gebaut sein müssen. Ja, das sagt der Text nicht. Nach 7 Wochen soll ein Gesalter, ein Fürst kommen. Das war Kyros. Und wenn man das zurückrechnet von Kyros, dann kommt man, wenn man es genau anschaut, aufs Jahr 605 und nicht aufs Jahr 445. Ich wollte euch das nur gerne zeigen, weil das meiner Meinung nach ein Thema ist, was brennend ist und wo wir sehen können, dass, wenn wir uns an den Bibeltext halten, wir sehr viel belastbarere Aussagen finden. Wie gesagt, nochmal sorry an die Vortragenden, da mir geht es nicht darum, euch oder sie persönlich zu diskreditieren, aber die Vorträge sind halt öffentlich im Netz, die werden angeschaut, vieltausendfach, die werden auch geglaubt und sie sind einfach falsch. Soweit in aller Kürze. Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Noch ein letztes habe ich zu sagen. Alle die, die das Clip gesehen haben und insbesondere die, die ich hier zitiert habe, die fordere ich auf, dass ihr öffentlich Stellung nehmt zu dem, was ich hier im Clip gezeigt habe. Ihr seid das euren Zuschauern schuldig. Und wenn eure Auslegung, die ihr zu den 70 Jahrwochen macht, so dürftig ist und auf so wackeligem Grund steht und das auch an der Bibel nachzuweisen ist und zu belegen ist, dann seid ihr schuldig, das zu korrigieren, und zwar öffentlich. Und ich fordere euch auf, das zu tun. Ihr seid das Gottes Wort schuldig, ihr seid das euren Zuhörern schuldig, ihr seid das Gott schuldig und nicht zuletzt auch euch selbst, denn es geht nicht nur um Klicks im Internet. Also seid so gut und bezieht öffentlich dazu Stellung und klärt die Dinge auf. Ja? Denn im Römerbrief in Kapitel 1, Vers 18 steht, dass es Leute gibt, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit aufhalten. Ich denke nicht, dass ihr dazugehört. Ja? Ihr seid ja mir zum Teil persönlich bekannt und ich schätze euch auch, aber ich glaube, das seid ihr schuldig und ich fordere euch auf, diese Dinge öffentlich klarzustellen. Alles Gute, Gottes Segen euch.